Habt ihr Bock? Ich hab Bock. Oh, ist das geil. So, weiter hier. Willkommen zu Axiom Verge. Oh, was ist denn das für einer? Natsch. Der ist richtig rallig unterwegs hier, der Boy. Nee, Mann. Kein Bock auf dich. Diese Würfel als. Okay. Rechts ist wahrscheinlich kein Speicherpunkt, okay. Hier geht's aber durch. Bam. Autsch, jetzt, aber. Uah, dass er mir abzieht. Sehe ich das jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sollte erstmal einen Speicherpunkt finden, glaube ich. Bevor es hier weitergeht. Okay, zum Glück kann er nur nach unten schießen. Oh, stirb jetzt. Puh. Knapp. Ah, perfekt. Herrlich. Das heißt also, wenn ich jetzt sterbe, fange ich jetzt hier wieder an. Passt. So, müssen wir wieder zurück hier. Musik ist geil. Okay, warte mal. Ich mach das erstmal so. Komm. Ich brauch dann echt mal eine andere Waffe, dieser Laser. Den brauche ich mal. Ich glaube, der ist besser gegen die Blitzkanone. Wo soll ich denn hin? Ist er unsichtbar oder was? Das kann man nicht sehen, ja nicht mal. Er ist weg. Teil. Komm schon. Auf. Boah, ich kann nur so ein komisches Auge da treffen. Jetzt. Mach ihn kaputt. Oh Gott sei Dank. Ist schon gemein hier. Warte mal. So nicht. Eins höher. So. Ah, das ist die Tür. Nein, 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 nein. So nicht. Okay, es geht schon ab hier. Was zum Henker ist das denn? Okay, Zwischenboss oder was? Autsch. Kann ich damit irgendwas aus... Hä? Wie soll ich diese Dinge ausweichen? Verstehe ich nicht. Okay, ich werde die ganze Zeit getroffen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Kann ja nicht weitergehen. Das scheint mir aber nicht Arthetos zu sein. Hä? Ich kann diesen Dingern auch nicht ausweichen, ich weiß nicht wie. Halt so die ganze Zeit irgendwie so vielleicht. Okay, dieser ich glaube dieser Kampf ist nicht schaffbar. Wie soll ich denn das anstellen? Hallo? Bis ich da bin, bin ich ja schon halb tot. Ansonsten muss ich halt jetzt aufhören und dann den packen und wieder einschalten. Weil mit dem will ich euch nicht weiter quälen. Das ist ja so eine Lebensaufgabe, so wie das mir erscheint. Ich glaube nicht, dass ich auch schon genug ausgerüstet bin, um hier irgendwie großartig ranzukommen. Ich glaube, die Waffe ist auch nicht dafür geeignet besonders. In dem seine abgetriebenen Kinder oder was? Ja, die Karte ist ja sehr eindeutig. Mauro. Mauro. Okay, einfach nur so eine schlauchige Welt. Okay.
Hä, das macht dem überhaupt nichts. Ich habe auch keine Waffe, die dem besonders viel Schaden macht, außer diesem Ding hier. Oh, bin tot. Ja, das heißt jetzt für mich, ich werde nochmal versuchen, jetzt hier irgendwie großartig weiterzukommen und den Boss zu schaffen, weil... tut mir leid, wollt ihr das wirklich sehen, wie ich die ganze Zeit faile? Ich glaube ja nicht, oder? Also, falls ihr es doch sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also, ich bin gleich wieder zurück. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich den Boss gepackt habe. Hey Leute, es geht weiter mit Axiom Verge. Ich habe den Boss geschafft und, oh Gott, was habe ich gebrochen, ey. Aber, er ist down. Ich habe es nochmal gerade niedriger Lebensenergie hier gepackt, aber... wir können froh sein. Sie ist wieder voll. Geil. Taktik war wie folgt. Er hat hier gestanden, die ganze Zeit seinen Laser rumgedödelt, ja, und diese komischen Dinger auf mich geschossen. Die Sache war immer ausweichen, dann schießen und dann wieder zurück die ganze Zeit über. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber es ging. Und wir können mit diesem Ding auch Energie schnappen, sehe ich nämlich gerade. Fantastisch. Ah, okay. Nee, das funktioniert so nicht. Kommen wir denn da hoch? Komisch. Du musst es doch hochgehen, erzähl doch nichts. Wie? Weil ich hab jetzt den Boss besiegt und jetzt? Was kriege ich jetzt dafür außer Energie? Das kann es ja wohl nicht gewesen sein, oder? Ich hätte gern Doppelsprung. Nee, es reicht nicht ganz. Und dann die Drohne da hochfeuern. Ne? Okay, ich versuche mal, ob das irgendwie klappt, was ich vorhabe. Ja, fast. Okay, also meine Methode funktioniert. Ich muss nur das Timing anpassen. Ah, okay, es fehlt ein Pixel. Ein bisschen fehlt noch. Aber es ist möglich. Es ist möglich. Yes. Geil. Tickets hoch. Fantastisch. Gegner. Neu. Ah ne, alte. Alte, neu. Okay, warte. Habe ich die Waffe. Ist hier wieder Todeszone oder was? Dass ich hier nicht weiterkomme. Doch, komm ich. Was? Scheiß auf dich. Ja, so nicht, natürlich. Er kommt eh runter. Ja, wenn ich jetzt hier sterbe, weißt du? Fuck you. Fuck you! Bringen die was bei dem? Nee, ne? Oh, herrlich. Ich liebe dieses Spiel. Manchmal nicht. Da war ein Energieknoten. Ich muss den holen. Und ich habe eine Methode gefunden, mit diesen Robotern besser umgehen zu können. Das zeige ich euch jetzt mal, aber nicht bei dem. Es passiert nämlich ganz was Witziges, wenn wir die digitalisieren. Passt mal auf. Hier durch die Wand geht das ganz gut. Und jetzt kann ich die steuern, wenn ich nach unten drücke. Seht ihr? Das ist eigentlich ganz witzig. Und wenn ich schieße, schießen die auch. Das heißt, das sind meine persönlichen... so gesehen fast Leibwächter. Natürlich kann ich sie auch töten. So. Aber lustig, dass es geht. So, mit einer Bombe können wir uns Abhilfe verschaffen. Komm mal runter. Okay, das war wohl nicht geplant. Eigentlich sind sie dann ganz harmlos, nur sie machen uns trotzdem immer noch Schaden. Unter dem Laser stehen. Das ist nicht wie bei diesen kleinen, dass die Laser blau ist und dass die uns dadurch nicht treffen. Und andere dafür. Nee, so ist das leider nicht. Leider. Da, ne? Der muckelt da hinten irgendwo rum. Also eigentlich kann ich es auch stehen lassen. Wenn ich nicht Feuer tun, die auch nichts. Von daher. So, jetzt kommt nochmal die Action, hier hochzukommen. Na komm. Okay, ich muss da hoch. So. Ja,
funktioniert hervorragend. Okay. Na, das habe ich langsam raus. Da oben ist doch auch noch eine Tür, aber das ist, glaube ich, der Ausgang. Können die sich nicht digitalisieren lassen, die Freds hier? Ich versuch's nochmal. Doch, die sind dadurch langsamer. Schaden machen sie trotzdem. Aber weniger. Ist das schon digitalisiert? Ich weiß es nicht. Na, ist er. Ich glaube, mit dem Digitalisieren tue ich mir echt einen Gefallen bei manchen Gegnertypen, vor allem bei denen hier. Weil ihr seht, die machen so einen Höllenschaden. Ruckzuck sind wir tot. Autsch. Das ist ja fast schon so ein kleiner Zwischenboss hier. So wie der eben. Aber der war echt fies. So. Ja, Gesundheitsknoten. Geil. Endlich. Mehr Energie. Perfekt. So, hier geht's weiter. Oh nein, noch mehr von denen. Gott sei Dank habe ich die Bomben. Okay, Feuer Instant, noch eine. Besser ist das. Komm, stirb, stirb, stirb. Gib mir doch wenigstens Energie. Nee, tun sie nicht. Bitte lass hier ein Speicherpunkt sein, bitte, bitte. Nein. Na nö. Hier komme ich doch auch nicht durch. Fantastisch. Okay. Kleine Gegner hier. Das wird. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Was ist hier? Diese ganze komische Schlicke, die hier ist. Was ist das? Guck mal, hier pulsiert alles. Hier lebt alles. Ach, ihr schon wieder. Ja, ja. Ihr macht mir nichts. Wenn ich ganz genau weiß. So, meine Frage ist, kann ich den irgendwie zum Einsatz bringen gegen andere? Geht mal da hoch. Ne, da ist keiner mehr. Okay, dann stirbt und gibt mir Energie. Das ist schon geil, dass wir den kontrollieren können. Das ist echt eine super Idee. Da ist ein Speicherpunkt. Oh Gott, herrlich. Endlich. Endlich! Juhu! Haben wir geschafft. Sehr, sehr geil. Okay. Ich frag mich, was hier noch kommen mag. Oh nein, eh wieder. Okay. So. Warte mal. Geht das mit der Waffe eigentlich besser? Frag ich mich gerade. Drei auch noch. Oh Gott, oh Gott. Einfach wegrennen. Und die dann zerrütteln. Was hält denn der aus? Okay, wieder voll, Gott sei Dank. Also hier ist echt die Bombe unsere Lebensversicherung, ansonsten würde ich das hier nicht schaffen. Kannst du knicken, ey. Ohne Bombe ist hier Feierabend. Oh Gott, noch so einer. Okay. Ich habe eine sichere Ecke. Und dann Feuer aus allen Rohren. So wie er. Genau. Das ist auf jeden Fall echt wesentlich leichter, muss man sagen. Und solange ich noch Bomben habe, nutze ich die auch. Okay, anscheinend nächster Bossfight. Den haben wir hier. Ach, ey, wieder. Dämon. Falsch, ich bin es, Athetos. Gehorche mir. Dämon Athetos sagt töten. Nun, es war ein Versuch wert. Sieht aus, als wäre ich hier nicht wäre ich hier nicht gefangen. Vielleicht kann ich einfach durchgehen. Anscheinend, ja. Sei lieb. Auch mit der Scheiße.
Okay, jetzt kommt der Test. So. Aber wie bringe ich den dazu, mir zu folgen? Geht ja nicht. Ich kann ihn ja nicht nach links und rechts steuern. Das geht leider nicht. Okay, eine Bombe habe ich wieder. Das ist schon mal viel wert. Okay, dann komm mal her. Ist das jetzt wie bei Mega Man, dass wir hier nochmal gegen alle Bosse kämpfen müssen? Bin mir das nicht sicher. Okay, ändert sich die Musik. Aber ich würde sagen, für diese Folge Axiom Verge war es das erstmal. Und was uns jetzt hier als nächstes erwartet, das müssen wir beim nächsten Mal rausfinden. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne ein nettes Kommentar schreiben oder drückt mir den Daumen nach oben und besucht mich gerne auf Bit.me, wenn ihr wollt. Dort könnt ihr auch nochmal ein bisschen was sehen von mir. Also haut rein, bis zum nächsten Mal.